Hallo und herzlich willkommen auf Evo 2K TV und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom WWE 2K19 Karrieremodus. Es geht heute weiter. Wir haben erstmal ein bisschen Smalltalk mit Sascha, Smalltalk mit dem Mr. Rush, Smalltalk mit The Miz und die letzte Möglichkeit ist ein Titel entwerfen. Und damit bin ich mal gespannt, wie unser gutes Stück so aussehen wird, was wir so an Vorgaben haben. Aber jetzt quatschen wir erstmal mit Sascha, gucken, was diese sagt. I can't believe what happened in your match with Bo Dallas. Somehow the Miz continues to find new ways to be the most annoying Ich finde, diese person Rolle passt nicht zu Sascha. Das hättest du eher mit so einer Bailey machen können, aber nicht mit Sascha. Ich weiß, hey, ich möchte dich um einen Gefallen bitten. Ich stelle nächste Woche was richtig Großes vor und ich dachte mir, das wäre eine schöne Gelegenheit, mal ein bisschen Spaß auf Kosten vom A-Promi-Pärchen zu haben. Aber dafür bräuchte ich deine Hilfe. Bist du dabei? Bietest mir eine Chance, Miss und Maryse als noch größere Idioten dastehen zu lassen? Klar bin ich dabei. Yeah, ich habe Sascha als Managerin. So wie es aussieht. So, Mr. Rush, was haben die? I still would have beaten you tonight, even if Miz didn't accidentally hit me in the face. Yeah, it was a total accident. Wie fühlt es sich denn an, von The Miz hingewaschen worden zu sein? Ne, hirngewaschen. Was liegt hier hingewaschen? Hirngewaschen worden zu sein. We're not brainwashed. Yeah, we have minds of our own. Stop doing that. You first. No, you first. Ja, ihr seid definitiv nicht hirngewaschen. Must really suck to think that you have everything going your way, only to have someone who's better looking, more famous, and more talented outsmart you in the end. Das ist nicht das Ende. Triple H has spoken. Thanks to me, you lost the match and your title shot. Vielleicht habe ich meine Chance auf deine Championship eingebüßt, aber ich werde der erste Träger eines Titels, den Raw völlig neu einführt. Are they bringing back the Divas title? Okay, der war gut. Nicht ganz, du wirst es schon sehen. Ja, machen wir mal. Mit Ladescreen, oh je. Oh Gott, was machen wir denn hier? Grundlegende Einstellung, Vorlage. Was ist denn hier cool? Oh, der hier sieht aus wie der ECW-Titel, das machen wir auf jeden Fall. Ja, das lassen wir. Weil, wir haben das ja gestern gesagt, ja, wir sind jetzt ECW. So, was haben wir denn hier? Linke Platte. Gibt es keine Vorderplatte? Doch, da. Relief. Wo ist der Hardcore-Titel von der ECW? Da. So, dann haben wir noch linke Platten. Hatte der linke Platten? Ich weiß das gar nicht mehr. Ach du Scheiße, Mann. WCW? Passt ja auch nicht. Das hier passt auch nicht. Hier ist das ECW-Ding. Das ist halt der alte, aber nicht der neue. Das muss ich gerade mal googeln, ob da irgendwas ist. Oh, ECW-Title. Doch, der hatte so ein Hardcore-Ding. Mit Blau war da irgendwas. Da ist er doch. So, das Ding kommt hierhin. Oh. Das ist ECW. Ah, hier. ECW, Junge. Wie gesagt, hier gestern die Folge, weil mir wurde ja gestern schon, das wäre Clickbait gewesen.
Nix war das Clickbait. Muss halt auch mal weiter gucken, nicht direkt kritisieren. Wissen, worauf es hinausläuft. So, das war jetzt dieses blaue. Wo ist denn das blaue? Da. So, dann brauchen wir jetzt noch die andere Seite. Da ist das genau spiegelverkehrt. So, einmal den. Und dann machen wir noch den zweiten. Und dann wären wir soweit. So, das hier, genau. So, bestätigen, bestätigen, Titelinfo. ECW World. Heavy Weight Championship. Oh, laber nicht, muss ich das nochmal ernsthaft? ECW World Heavy. Ich weiß gar nicht, was man hier eintragen muss. Wahrscheinlich genau das wieder. World Champion. Ein Champion-Name. Boah, laber nicht. Ich mach das wahrscheinlich voll falsch hier, aber egal. CW World Heavy Weight Champion. So Leute, wir haben es gleich geschafft. Sorry, dass es so lange dauert, aber das gehört halt dazu, ne? Wenn ich es jetzt rausschneiden würde, würde es wieder heißen, öh, warum machst du das denn raus? Ich glaube, hier passt die 4 ganz gut, weil das war so eine Hardcore-Animation. Ne, dann war es die 5. Ja, Mann. Geil. Action. Laber nicht mit Action. ECW. World. Heavyweight. Oh, Superstars. Warum muss ich das denn hier so einstellen? So. Unser World Heavyweight Titel ist da. Sehr schön. Und dann kann es ja losgehen. Also gesagt gestern, ab jetzt wird alles anders. Wir haben gestern extra schon eingestellt hier mit No-DQ-Match. Deswegen, also vielleicht hat gestern der ein oder andere schon erahnt, wohin das gehen könnte. Denn ich sag's nochmal. WWE 2K18, dritte Staffel vom Universe. Es war der Beginn der ECW. Ich war bei ECW die nächste Woche. Jetzt schauen wir mal. Muss ja schon eine Sequenz jetzt kommen, oder? Sonst wird es ja gar keinen Sinn machen. Vielleicht noch gar nichts. Oh, doch. I am the Miz. And this is my lovely wife Maryse. Ah, oh Gott, jetzt check ich das erst. Das bin ja ich. Ich warte, hä, was ist denn das für ein Bug?
and are certainly not just window dressing whose sole purpose of being in WWE is to follow me around from town to town, ironing my weird Matrix cloak dress that I wear. Matrix Mantelbügel. My hand goes up, your mouth goes shut. Where my right foot goes in, your right foot goes out. Where my right foot goes in, you shake it all about. You do the stupid Miz dance and you turn yourself around. That's what it's all about. Because I'm the Miz and I'm awful. Oh je. Since apparently our GM either thinks this is funny, which is impossible, or is just not paying attention to his own show, I am this close to dialing 911 to report two counts of aggravated character assassination. Whoa, Miz. Sasha and I were just having a little bit of fun out here. No need to go overboard. I mean, besides, you didn't even let me get to the best part. Other than showing everybody how big of a goof you are, the whole point of tonight was to debut my new singles title. Boah, geil. Finden die Fans aber irgendwie nicht so cool, oder? Die buhen mich ja aus. You see, since you refused to give me an Intercontinental title shot, and then Triple H backed your little scheme with loser Bo Dallas, I was forced to make a title of my own. You created your own title? Wow. What do you think this is? WWE 19? This is real life. It's not pretend time. You don't get to make up your titles. In fact, this is the most pathetic thing I've ever seen. And I've seen your matches on the indies. You want to talk about pathetic? I think someone who refuses to defend their title, that's pathetic. Because even though this championship is brand new, it already holds more value than yours because I'm not going to hide behind it. I'm going to defend it against anyone at any time. All right, champ. I have someone you can defend your made-up title against. Someone who's still waiting for payback. Jawohl, Elias. Hab mein Handy, Entschuldigung. Like I said, anyone at any time. But you didn't give me a chance to explain that my title has some special conditions for how it must be defended. No DQ. What do you mean? Like the matches can only be held in high school gyms? Or there can't be more than 200 people in attendance? Not exactly. My title will only be defended in no disqualification matches. Ich sag so, ECW. Jetzt kommt noch Baron Corbin, Mann. Was will denn der jetzt hier? Ach so, das war meine Musik, euch Idiot. Vergesst es. Ich habe mir eingestellt, dass ich die Musik von Baron Corbin habe. So, auf jeden Fall geht's jetzt los, der ganze Spaß. Ein Match gegen Elias. No DQ. Also da werden jetzt ordentlich mal Waffen gezückt. Kann ich euch sagen. Was war erschüttert, dass er zu Raw geschickt war? Achso, das haben wir schon gelesen. Oh, ich muss unbedingt mal was trinken. Aber ich glaube, meine Stimme wird besser. Je mehr ich heute aufgenommen habe, umso besser war ich der, oder umso mehr war ich der Meinung, dass meine Stimme besser wird. Sehr cool. Vor allem versagt sie auch nicht mehr so wie gestern, wo die sich so piepsig angehört hat. So, komm. Ich will direkt hier das Match starten und nicht so einen Quatsch haben, dass ich jetzt, obwohl ich ja schon im Ring war, auch mal wieder hier zum Ring komme. Wahrscheinlich wird es aber so sein. Ja, es ist auch so. The following contest is a no disqualifications match. Ja. And it's for the ECW World Heavyweight Championship. Sehr gut, das hat funktioniert. The
Ich mag den Titel. Ah, geil. Dieser Titel ist der Wahnsinn. Na komm, skippen wir aber. No DQ, Mann. Wir wollen ihm die Fresse polieren. Elias. Na gut, eigentlich würde ich lieber ein Stable mit ihm gründen, aber passt schon. Ja, das überspringen wir, weil das ist scheiße, wenn er nämlich nicht im Ring sitzen singt. Oh, da ist ja das Iowa's Own Shirt, was Seth Rollins Mann hatte. Cool. Oh, geil, Mann. Exklusiv hier. ECW World Heavyweight Championship. Müsste da eigentlich stehen. Ja, bla bla bla. Komm. So, direkt mal eine Waffe holen. ECW, ECW, wo ist der Knüppel? Da. Nein, wo geht der hin? Oh, Idiot. War jetzt. Oh nein. Oh, scheiße. Wieso greift eigentlich, das ist doch unlogisch. Warum greift denn The Miz hier ein? Das ist doch eh nur die Q-Match. Mann. Was haben wir noch hier? Oh, ein Stuhl. Oh, laber nicht, jetzt renne ich gegen den. Komm, gib dir deine Reversals, Junge. Oh nein! Ja, das ist aber gar keine gute Leistung bis jetzt hier. Mal rausholen. Komm! Ja, Junge, das hast du jetzt davon. Jetzt kannst du nicht kontern, oder? Sehe ich das irgendwie falsch? Ich glaube nicht. Nimm doch den Stuhl, Mann. So, so kann man ihn eigentlich dazu zwingen, dass der sich auf jeden Fall gleich ein Reversal gönnen wird. Jo, da ist er auch schon. Nein! Nein! Oh, scheiße, Mann. Wieso bleibt denn da nicht hängen? Komm, nimm den Stuhl. Oh, The Miz, geh mir nicht auf den Sack, Mann. Komm. As there are plenty of superstars with a vested interest in the outcome of this match. Oh, erster Reversal. This doesn't look good, Byron. Yeah, this is scheiße, Mann. I'm getting hurt. To Byron's point, there are several competitors on the roster who can make a case for being the next in line for a title opportunity. However, a lot of that, of course, depends on the outcome of this match. Oh, tonight. Ah, laber nicht. Er hat kein Reversal. Zu früh. Niemals zu früh. Also das ist leider ein Logi-Fehler. Wir haben ein No-DQ-Match und der wirft die Sachen immer raus.
Nein. Oh, wer kann denn da nicht kontern? Das war mich jetzt ärgerlich. Dark Matter. Laber nicht. Sources are, Corey, but it wouldn't surprise me at all to learn that the champion has been a little cocky heading into this one. And there's nothing wrong with that, Michael. Nein. Especially considering just how dominant the champ has been of late. When you're that good, you have every right to test out a little bit. Ich könnte ein Comeback machen, aber ich komme gerade nicht hoch. He's inflicting some serious pain here. Wie soll ich eine Platzwunde, Mann? Not enough to end this one. Boah, laber nicht. Ich brauche kein Comeback. Ich habe doch schon hier links. Na komm, machen wir es trotzdem. Oh, jetzt hat er auch keinen Reversal, das heißt, jetzt können wir ihn zerstören. Nein, der kommt raus. Jetzt habe ich gepennt. Great job breaking the hold there. Good thing too. That could have been ugly, Michael. Elias got rocked there. So, jetzt gehen wir doch nochmal raus, denn wenn ich dem jetzt das Ding überziehe, dann kontert er auf jeden Fall nochmal. Er geht nicht in den Ring, ich werde wahnsinnig. Er geht nicht in den Ring damit. This is a grueling championship match. Nobody wants to lose this opportunity. Buck ist da. Clothesline. Oh, and he connects. There's no reason to lose your footing on a move like that. Come on, toughen up. Ja, genau, tritt mir auf die Hand, Mann, das tut doch weh. Mal Easy Ride 1 hier raus. So damaging. Bringing it back into the ring. Oh, wahrscheinlich ist da jetzt nichts. Genau, da ist nichts, weil der schon draußen liegt. Scheiße, Mann, wo ist mein Baseballschläger? Wieso kann ich damit... Ah, jetzt. Nein. Scheiße, Mann. Oh, bitte geh gut. Alter, hab ich nur Glück. Heb den Baseballschläger auf jetzt, Mensch. Ja, Nummer 1. So, da ist auch die Platzwunde. Komm, den anderen will ich auch noch. Gebt mir den letzten auch noch. So, geht doch. Oh, komm. Das ist jetzt die Entscheidung, aber bitte. Jawohl. Titel verteidigt. ECW, Junge. ECW. That was just one of those matches that the men involved should just be proud to be a part of. A legendary performance. Oh, jetzt passiert irgendwas. Oder? Nee. And still, ECW World.
Das ist eigentlich schon lächerlich. Da hat Miss eigentlich schon recht, dass ich meinen eigenen Titel erstelle, weil ich sonst keinen anderen gewinne. Also da muss man ihm schon recht geben. Was ein Chapter. Naja. Ja, komm, freu dich, Junge. Ja, haben wir immer noch zu tun ein bisschen hier. So, schauen wir mal, was als nächstes passiert. Ob wir jetzt schon einen Break hier machen. Gestern die Folge ging ja leider nur 20 Minuten. Ich habe da irgendwie gedacht, ich wäre da länger dran gewesen. Aber so kann man sich täuschen. Kurz darauf. Was passiert denn jetzt? Alles klar, wir haben keinen Ton. Ah, jetzt. On my show, acting like you own the place. You insult me and my wife and then cut every corner possible by creating your own title. Der arme Elias. Not to mention forcing Elias to compete with a random stipulation he wasn't prepared for. Well, I am sick. Hell in a Cell. Yeah, sehr geil. You got it. Da gibt es schon schöne Ziele hier, so vom Dachwerfen und sowas. Oh, jetzt kommt Kurt Angle. Buzz has his match with the Miz, so what's Kurt Angle doing out here? Oh, hier ist ja voll Tonbugs, Mann. I'm glad you two are finally going to face off. One on one. That's right. Maurice, Elias and the Mistrage will be banned from ringside. And since Buzz's title is on the line, the match will be held under his title stipulations. Which means it will be a no DQ match. Ja, leicht verzerrt alles. Das ist jetzt gerade ein bisschen schade. Tja Leute, dann hängen wir tatsächlich noch Hell in a Cell heute dran. Als Entschädigung, weil wir gestern nur 20 Minuten hatten. Dann kriegt ihr heute mal eine etwas längere Folge. Es ist ja Samstag. Kann man das ruhig mal machen. Genau, mein Hund geht da auch drauf ab. Das war jetzt übrigens das Geräusch meinem Hund. Ich habe nicht hier rumgebläht, gell? Ich wollte es nur mal sagen. Nicht, dass mir wieder irgendwas unterstellt wird. Ich denke mal, hiernach ist dann noch das Kapitel rum. So, um welchen Titel geht's denn jetzt? Wo ist denn... Ah, es ist gar kein Käfigmatch, schade. Okay, also mein. Wie komme ich denn als erstes? Das ist doch mein Titel. ECW, ECW. Ah, damit können viele von heute leider nichts anfangen. Ah, das wollen wir jetzt mal sehen, wie das aussieht. Sehr geil. Komm, weiter. Quiet on the set. Can you please quiet on the set? Andy, can we please have quiet on the set? Okay. So. So, einmal Skip für den Weltfrieden. Irgendeiner wird hier sowieso eingreifen. Können wir welchen meinen Arsch für verwetten? Introducing the Challenger, residing in Hollywood, California. Ja, bla bla bla. Aber was ist die Aufgabe? Okay, also wir müssen einfach nur gewinnen. Also wird es hier keine Eingriffe geben, sehr wahrscheinlich. Absolutely meaningless. If that's true, then why did Miz issue the challenge? Because like most of us, he was tired of Buzz's. Oh, da ist der Reversal von ihm.
Oh, Alter, jetzt habe ich aber richtig Glück gehabt. Was ist mit Miz denn los? Nein, Mann. Das kriege ich einfach nie gekontert, wenn ich da am Sitzen bin. Oh, komm, Miss. Holen wir mal ein Stühlchen. Beste Entscheidung, dass ich No DQ genommen habe. Ein Kind der ECW. Oh, jetzt hat er kein Reversal mehr. Ist aber auch geil. No DQ Match. Aber dann hier mit Countout oder was? Seit wann das denn? Komm, steh da auf, Junge. Da steh auf. Oh, der geht mir wieder her. Sehr schön, danke schön. Leichtes Spiel hier. Ganz leichtes Spiel. The challenger's hopes of becoming champion appear to be in serious jeopardy right now. He's really starting to look fatigued here, guys. And when that happens, your whole body starts to give out on you. He's gonna need to be careful. The body set the floor. The body set the floor. Das wird eh noch nicht reichen. Aber ich mal ein Statement hier setzen. Okay, wir geben die direkt mal hier auf, weil das sonst nichts gibt. So, dankeschön. Oh, warum? Ach, scheiße. Oh nein. Ja, nicht reichen. Komm, pin ihn. Okay. The last thing any superstar wants to do is go for the finisher prematurely. No good can come of that. Yeah, you really want to wait for the exact right time. If you go for it and miss, that could be the momentum shift your opponent is going to. Oh, und weg ist er wieder. He's just playing classic offense here. Jeez, when this guy's on, look out. What does Buzz have in store? Oh, vielleicht gibt er jetzt auf. Ach, scheiße, Mann. So, dann einmal wieder den Baseballschläger. Wie überraschend. So, komm, machen wir das Ganze jetzt mit dem Fisherman zu Ende. Ach, wir hören gar nicht den Fisherman-Suplex. Ah, ich habe den Modus verwechselt. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich. Aber Dirty Deeds ist ja auch ganz nett. So, Pinfall. Jo. Easy win. Heißt natürlich so krass, aber es ist halt so, ich bin jetzt bewusst so ausgewählt. Dadurch wird es ein bisschen leichter. Dark Matter. Und was kommt? Ach so, ich habe den Titel auch gewonnen. Okay, gut zu wissen. Habe ich gar nicht gewusst. Naja. Doppelchampion, Leute. Surprise, surprise. Da bin ich mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ob es jetzt noch ein Rematch gibt oder so, ob ich den Titel jetzt tatsächlich mal halten darf. Fragen über Fragen. Die Antwort kennt nur der Wind und die Zukunft vom Karrieremodus. Oh, da ist Sascha. Did it. You finally shut up the Miz. I don't know about that, but I did beat him and take his Intercontinental title. That's good enough. But
Thanks for helping me along the way. We make a pretty good team out there. We did. If you ever need someone to dress up in a ridiculous costume to send a message to one of your opponents, I'm your guy. I'll remember that. Hey, Sasha. You mind if I have a moment to talk business with the champ? Yeah, no problem. I was thinking about calling myself Champ Squared, actually. Yeah, about that. Not to put a damper on your big victory, but according to WWE regulations, You're only allowed to hold one singles title at a time. I could try to circumvent the rules and let you hold both, but Triple H would just force you to vacate one anyway. You really know how to ruin a party. I'm sorry. So which title would you like to keep? Boah, das ist jetzt schwer. Ich nehme den, sonst ist ja lächerlich. That had to be a tough decision. If it's any consolation, I'll give you the rest of the night to celebrate with both championships. Thanks. Tja, damit ist das Kapitel abgeschlossen, Leute. Und jetzt, oh, was mit Matt Hardy, wie geil wird das denn bitte? Das ist ja krass. Ja, Leute, und ja, wie es dann weitergeht, das sehen wir morgen, dann werden wir uns auch die E-Mails angucken, die wir hier bekommen haben. Ich kann mich nur wieder bei euch bedanken dafür, dass ihr reingeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video mal einen Daumen nach oben da. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welchen Titel ihr abgegeben habt, den erstellten oder den Intercontinental-Gürtel. Aber bitte keine Spoiler, wer mich spoilert, der kriegt erstmal einen Wochenbann von mir. Und ja, in der Videobeschreibung findet ihr Social-Media-Accounts von mir, wenn ihr irgendwie Interesse haben, mir auf Facebook zu folgen, auf Twitter, auf Twitch, auf Instagram und wie es alles heißt, Snapchat. All das unten findet ihr in der Videobeschreibung und natürlich auch das Video mit den Teilnahmedingen für das Community Universe, fürs Evoverse. Wer da Interesse hat, schaut euch das Video von Anfang bis Ende an und kommt auch auf jeden Fall gerne auf meinem Discord-Server vorbei. Dann können wir nämlich nicht nur bei YouTube schreiben, sondern auch auf Discord, der Link ist auch unten verlinkt. Ansonsten momentan der Upload-Plan: um 12 Uhr eine Folge von der Karriere, um 15 Uhr eine Folge NHL 19, der DL-Song mit den Kölner Haien, um 16 Uhr gibt es eine Folge vom Evoverse, das Community-Universe, und um 18 Uhr eine Folge vom Retroverse, das Universe mit den Legenden. Wenn ihr Interesse daran habt, gerne ein Abo dalassen, würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr Teil meiner Community werdet und diesen Weg mit mir mitgehen würdet. Ich bin jetzt raus, bedanke mich fürs Reinschauen, für die Aufmerksamkeit, wünsche euch noch einen schönen Tag, lasst euch gut gehen, bis zum nächsten Video, macht's gut und ciao.